Erstmal den Matcher-Bunny verdeckt. Okay. Er spielt seinen Canyon. Jetzt wird der Kampfschaden verdoppelt, wenn ein Monster in Verteidigungsposition angegriffen wird und höhere Verteidigungspunkte hat als die des Angreifers, wird der Kampfschaden verdoppelt. Schildcrush. Hoffentlich ist es die Golem-Wächterstatue. Okay, nicht zwar die, die ich gedacht habe, aber die ist eigentlich auch ganz fies. Wächterstatue. Wenn die Karte geflippt wird, kann ein Monster von uns auf die Hand zurückgeben. Und dieses Monster kann immer zurück in die Verteidigungsposition geswitcht werden, also in die Verdeckte. Gut, er hat sehr viele Karten, die meine Monster auf die Hand zurückgeben, deswegen will ich keine Tributbeschwörung jetzt machen, sondern beschwör erst einmal mehr Monster. Gut, er kriegt 500. Und ein Drickly Attack. Okay, jetzt ruht er sich sein Monster in Angriffsposition wieder, aber der Nachteil ist... Was? Nee. Was ist das für ein Effekt? Sag bloß! Alter, das ist ein krasser Effekt. Ich glaube, wenn ein Monster vom Friedhof beschworen wird, kann dieses Monster, kann dieses Monster speziell von der Hand beschworen werden, glaube ich. Echt ein geiler Effekt. Okay, jetzt ist sein Feld weg und wir beenden unsere Runde. Er hat noch 3 Karten auf der Hand. Oder beziehungsweise jetzt hat er 4. Aber es wird ihm auch nicht so viel helfen. Verzögere. Jetzt haben wir 2 Optionen. Den Zwillingslaufdrache beschwören und unser Glück auf die Probe stellen. Oder mit Wurmapokalypse die Karte sicher zerstören. Aber das dauert halt ein bisschen. Ach komm, Glück! So, weg mit seiner Käfigwichse. Yeah, wir hatten Glück. Gut, sein Monster hat eine hohe Verteidigungskraft, deswegen greife ich mit Dracheneis an. Okay, das war diesmal der Medusa-Wurm, das ist eine Ausnahme. Also sein Deck hat sehr viel Monster mit hoher Verteidigungskraft, aber das war eine Ausnahme. Und ein Bunny greift ihn direkt an. Was für eine Blamage. Soll ich Doppelkill machen? Ja, komm, ich mach Doppelkill. So. Wir können noch eins beschwören, ne? Jetzt von daher ist es kein Verlust. Ja, ein Verlust für ihn, weil er jetzt seine Falle verschwendet hat. Okay, und jetzt noch ein direkter Angriff mit Zwillingslaufdrache. Endphase! Er hat nur noch 1200 Lebenspunkte. Unser Michael sind zieht ihn 500 ab, sicher. Oh, es ist laut. Moment, ich mach mal leiser. Okay. Und rufen wir noch ein Monster. Fenster der Valkyrie. Und wir ziehen erstmal 500 ab. Ah, ich hätte Wurmapokalypse beschwören können. Hätte mal die seine Karte zerstören können. Naja, okay, dann warten wir eben noch bis zum übernächsten Zug. Oh Mann, jetzt kann er seine Karte länger verwenden. Deswegen hat er sie jetzt gespielt. So eine Pussy, ey. Ja, jetzt spielt er die Karte eben nochmal. Und die hält jetzt 2 Runden länger, aber... Ne, eine länger, aber das... Wir bauen dabei unsere Angriffskraft... wir verstärken dabei unsere Angriffskraft weiter. Und er hat nur noch insgesamt... Ja, 4 Karten. Und wir haben... 6, 7, 8 Karten.
4 gegen 8, also sind wir doppelt so stark wie er. Instabile Evolution, damit können wir unsere... Ne, Quatsch, das geht nicht. Wir haben ja mehr Lebenspunkte als er. Ich glaube, wir müssen wieder warten. Jetzt ist immerhin seine Käfigkarte down. Und jetzt können wir wieder angreifen. Es sei denn, er spielt nochmal eine Verteidigungskarte. Ah, jetzt kann der Monster von uns zerstören. Ich wusste, dass er jetzt Dracheneis nimmt. Jetzt beschwert er das Tribut. Ich dachte, er holt seine Wächter-Sphinx her, okay, aber... Aha. Kein großer Verlust. Wir haben immer noch die instabile Evolution. Damit können wir immer noch sein Monster schwächen. So, frisst das. Deine Evolution ist instabil gewesen, deswegen hast du nur noch 1000, du Loser. Jetzt machen wir es mal ganz extrem. Was ist unser stärkstes Synchromonster? Ja, das ist Psy-Lebenstrosser. Dafür brauchen wir 7 Sterne. Und wir haben 7 Sterne. Jetzt gucken wir unser stärkstes Synchro-Monster. Psy-Lebenstrosser. Jetzt kommt der Effekt von Psy-Lebenstrosser. Und wir entfernen psychischer Kommando, Kommandant oder was auch immer aus dem Spiel. Und unsere Lebenspunkte erhöhen sich um 1200. Und jetzt beenden wir das Ganze. Und down! You win! Hoffentlich kommen wir jetzt auf 1000. Hey, wir haben keine Fallenkarten verwendet, sowas. Unsere Monsterkartenzone war voll, okay. 50 brauchen wir noch, oh Mann. Oh Gott, 50. Naja, ich glaube, es ist noch ein Trainer, gegen den wir noch nicht gekämpft haben. Ein Trainer. Duellant, ich sag dauernd Pokémon, weil ich jetzt Pokémon-Musik höre, ey. So, der hat eine Grabwächter-Deck. Oh, ziehen wir erst einmal. Okay. Natürlich spielen wir die erst einmal. Und setzen zuerst diese zwei. Die heben wir uns auf, weil wir noch keinen 2-Sterne-Monster auf dem Friedhof haben. Okay, was spielt er? Aha, okay. Er verwendet seine seltene. Was heißt seltene? Seine. Hey, was kommt jetzt? Okay. Was zum? Nee. Hat unsere Sicherheitscool gerade etwa... Nee. Was für ein Arschloch. Der zerstört unsere Zauber- und Feinkarten, darunter Sicherheitskugel. Du Sicherheitskugel... Müssen wir ein Monster zerstören? Da wir kein anderes Monster auf dem Spiel haben, müssen wir unser eigenes zerstören. Dann hat er mit Wiedergeburt sein Monster gerufen. Unser Monster meine ich. Und er ist spezial beschworen. Er hat uns angegriffen und ist als Zwilling beschworen. Oh mein Gott. Warte, wie viel Angriffspunkte. Okay, sind gleich stark, aber das sehe ich nicht ein. Unser Monster kriegt 300 Angriffspunkte, wenn es angreift. So, Doppelkill. Niemand kriegt meine Walküre. Spaten. Ah, die hatten wir schon, die Musik, ne? Ich nehme mal eine andere. Im Moment, ich stelle mir kurz eine neue Scheiße. MC Playlist, das ist meine Minecraft Playlist. Also,
Nimm mal etwas aus Pokémon Hellsgold und Soulsilver. Moment, jetzt muss ich die Plays nochmal anordnen. So. Das hatten wir schon, das hatten wir auch schon, das hatten wir auch. Okay. Yeah, es kommt die Suicune-Musik ins Pokémon Soulsilver und Hellsgold. Moment, Moment. Sein Monster hat. Okay, sein Monster ist Schwäche. Angriff! Okay. Endphase. Okay, jetzt sind wir wieder dran. Yeah, Spiegelkraft, unsere neue Karte. Gut, was machen wir denn? Was macht man denn? Ja, okay, jetzt wird es mit dir hier und dann können wir sein Monster in die Angriffsposition zwingen. Ja, ich wusste, dass er diese Karte irgendwie hat. Reine Intuition, oh mein Gott. Aber jetzt können wir nochmal den Effekt von Dracheneis. Was zum Teufel? Effekt von... Hä? Wir müssen Dracheneis abschmeißen und können es dann beschwören, oder was? Nee, Quatsch. Dracheneis hat den Effekt, wir müssen eine Karte abwerfen. Wir haben Dracheneis abgeworfen und haben es wieder vom Friedhof beschworen. Das ist ja geil, da können wir eigentlich immer Dracheneis abwerfen. Da können wir eigentlich immer Dracheneis abschmeißen. Da ist dieser Effekt vollkommen sinnlos irgendwie. Reine Verzögerung, genau. Hä? Ach so, ja, ich bin so blöd. Aber das ist im Angriffsmodus, so. Und Endphase, wenn er angreift, werden seine Monster zerstört. Na, was kommt denn jetzt? Na, was setzt du denn jetzt ein, hä? Nur eine Verdeckte? Oh. Ist ja putzig, was du da vorhast. Rise of Spirits. Ach komm, jetzt verzögerst du es aber. Wisst ihr was? So. Fick dich und dein Monster. Er hat sein Monster gefickt und jetzt kriegt er 1000 Lebenspunkte dafür. Als Befriedigung dafür. Ich sollte nicht so, so vulgär sein. Wahrscheinlich schauen auch Jüngere das an, so. Ja, ich will kein Alter jetzt nennen, sonst sagt ihr, ich bin noch viel älter und so. Oh oh. Naja, okay, wir brauchen keine Angst haben. Wir haben immer noch. Wir haben immer noch Spiegelkraft. Ja, 4200, das hättest du wohl gerne. Ja, okay. Heben wir die uns für den nächsten Zug auf. Weil wir müssen eine Karte abschmeißen, damit wir den Effekt verwenden können. Gut, dann jetzt greifen wir ihn erst einmal volle Kanne direkt an. Gleich dreimal hintereinander. Jetzt hat er die Hälfte seiner Life Points abgegeben für diesen. Ja, für gar nichts eigentlich, ne? Grabwächter des Kommandants. Teil der Toten erhöht seine Angriffspunkte um 500, deswegen hat es 2100. Urknallkanone, die wird uns helfen. Verwenden wir sie auch gleich und rüsten damit X-Stable aus. Jetzt hat er 2200 und mehr Angriffspunkte als sein Grabwächter, das Kommandant. So. Oh! Kacke! Jetzt werde ich echt vulgär, ich schwör's euch, ich werde so.